Mahlzeit an alle Zuschauer zur heutigen Mittagsstunde. Der ein oder andere wird hier vielleicht schon seine Schmaus vollzogen haben oder einen netten Salat bei dem schönen Wetter Outdoor genießen, wie dem auch sei. Wir wollen jetzt hier beim JFD Live Trading auf die Continental-Aktie schauen, die sich ja hier unlängst auch im Zuge des Gesamtmarktes ein Stück weit schwächer zeigte. Aber betrachten wir mal kurz das große Bild. Moment, da müssen wir kurz mal auf den Xetra-Modus umstellen. Das große Bild der Aktie, die Historie. Ja, und da wird klar, wenn wir hier ab dem Jahr 2002, also deutlich über ein Jahrzehnt hier zurückblicken, was die Aktie bislang erlebt hat und dass wir tendenziell hier in einem sehr, sehr schönen, starken Aufwertungsprozess sind, uns befinden vielmehr, die Continental-Aktie hier also in einem ganz, ganz sauberen Lauf. Und wenn wir uns hier die Wochenkerzen anschauen, dann ist das aktuell auch hier rein technisch gesehen eine Konsolidierung auf hohem Niveau, die hier nach dem Hoch hier Anfang 2014, Konsolidierung, Wiederaufwärtsbewegung, Konsolidierung, nunmehr hier unter Umständen kurz vorm Ende stehen könnte, beziehungsweise hier nach klassischer ABCD-Strukturen hier einen weiteren Impuls nach oben fallen könnte. Denn wenn wir uns den Wochenchart anschauen, dann sehen wir hier, dass im Sinne der aktuell laufenden Konsolidierung, noch laufenden Konsolidierung, der Markt hier praktisch noch nicht mal das 38er Fibo-Level erreicht hat, sondern hier vielmehr, jetzt gehen wir mal auf das vorherige 23,6er, also hier vielmehr aktuell eine Minimalkorrektur aufgrund des starken Impulses seit Oktober des letzten Jahres vollzogen hat. Rein prozentual wären hier Rücksetzer noch bis zum Niveau des 38er Fibo-Levels denkbar, sind jedoch kein Muss, da wir hier auch an den Wochenkerzen sehr schön sehen, dass die Aktie hier sehr gut abgesichert ist, hier im Bereich knapp über $200 ihr Anteilsschein. Und das könnte hier schon genügen, um die Aktie wieder auf neue All-Time-Highs hinauf zu befördern. Gehen wir jetzt mal von dem Wochenchart in den Tagesschart. Und nach meinem Kenntnisstand haben wir auch morgen hier die Bekanntgabe der Zahlen zur Continental. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend sein, wie dann hier praktisch die Reaktionen ausfallen. Im Vorfeld gibt es Banken, die sehen die Aktie überbewertet, andere wieder unterbewertet. Moody's, die Ratingagentur aus den USA, sieht hier zum Beispiel aber auch Potenzial. Also zwiespältig letztlich hier aktuell eine Konsolidierung in Form eines Abwärtstrendkanals, der auch als bullische Flagge dienen kann. Wenn wir diesen Verlauf hier seit Oktober sehen, sehen wir jetzt hier diese Flaggenbildung. Das ist geradezu idealtypisch für bullische Setups. Und wenn die Aktie jetzt dann hier diese Flagge auflöst auf der Oberseite, und das wäre hier ganz, ganz gewiss der Fall, wenn wir hier über den Widerstandslevel, über das Widerstandslevel von 220 Euro ansteigen würden, dann hätten wir hier einerseits diese obere deckelnde Trendlinie gebrochen und eben dann wären wir, beziehungsweise die Aktie vielmehr, über den Widerstand rausgezogen und dann dürfte es relativ schnell neue Allzeithochs geben. Innerhalb dieser Konsolidierungsflagge kann sich das Ganze natürlich weiter ausdehnen. Ja, technisch haben wir hier aber einen interessanten Support und wenn es morgen keine negativen Überraschungen, vielleicht sogar vielmehr was Positives gibt, dann könnte die Situation so aussehen. Ja, dass die Aktie also hier praktisch freudvoll die Zahlen aufnimmt und dann hier rein technisch bedingt innerhalb dieser Flagge einen Erholungsimpuls vollzieht, eben vor dem Hintergrund, dass hier auch immer wieder knapp oberhalb von 200 Euro je Aktie die Käufer zugeschlagen haben. Möglicherweise in Erwartung eben guter Zahlen, besser als erwartet ausfallender Zahlen oder wie auch immer. Letztlich kommt es ja auch darauf an, es gibt gute und schlechte Zahlen und die Anleger reagieren trotzdem anders als erwartet. Insofern hier technisch rein von der Betrachtung des Charts her wäre hier eine Gegenbewegung nach oben jetzt genau denkbar, also hier zu den Zahlen morgen. Andererseits kann es natürlich auch wild umhergehen und hier gegebenenfalls einen Spike in Richtung 195 geben. Das wäre meines Erachtens aber hier im Sinne der unteren Trendlinie eigentlich eine Kaufchance für Schnäppchenjäger, wenn es dazu kommen sollte, hier Preise unterhalb von 197, gegebenenfalls hier in dem Niveau 195, wenn es dazu kommen sollte, Downgap, man kennt die Geschichten, dann wäre das hier vielleicht durchaus ein spekulativer Einstieg, um dann hier im Sinne dieses Trendkanals und dieser Supportzone, die sich hier zwischengeschaltet seit Anfang 2015 herleitet, hier knapp um 197 Euro, durchaus die Möglichkeit gegeben, dass der Wert dann hier anzieht
und nach oben aufdreht. Ganz klar, faktisch wäre es, wenn wir deutlich unter 190 rausfallen aus dem Abwärtstrendkanal, dann muss man sagen, dann würde sich hier das komplette Bild, der komplette Bias stark eintrüben und dann muss man wirklich hier, wenn man auf Tagesschart die Aktie jetzt mal unter die Lupe nimmt, dann muss man hier dann doch schon stärkere Abgaben in Erwägung ziehen. Dann würde man nämlich hier, das letzte Hoch reicht noch nicht mal, das hier ist eine Unterstützungszone, die Sinn machen würde. Da kommt der graue Pfeil auch nahezu hin. Das heißt, wenn wir hier ja, deutlich unter 195, unter 190 Euro absinken sollten, dann wäre hier Luft bis in den Bereich 175 auf jeden Fall gegeben. Sehe ich aber aktuell nicht so. Die Aktie ist bullisch aufgestellt. Das sieht hier sehr, sehr konstruktiv aus. Und im Sinne dessen kann man hier durchaus auf eine baldige Erholung spekulieren. Ja, immer vor dem Risiko, dass natürlich Zuzahlen, Nachzahlen immer wieder die enormsten und auch manchmal widersprüchlichsten und irrationalsten Bewegungen stattfinden. Aber rein technisch hier, wie gesagt, sehr, sehr interessante Ausgangsbasis für einen kurzfristigen Hype. Warten wir ab, was passiert. Gegebenenfalls schalten wir uns dann direkt morgen nochmal rein oder schalten das Ganze hier auf dem Exklusivbeitrag im JFD Desktop hoch. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Mahlzeit, falls noch nicht vollzogen. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend dann nochmal wieder. Da gibt es dann nochmal eine Live-Schalte zum US-Markt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resttag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.